Black Cars look better in the shade. Ja, schwarze Autos sehen im Schatten viel besser aus. Und hier steht er, der Seat Leon Sports Tourer Exzellenz 2,0 TDI mit 150 PS und 7-Gang DSG. Und wir haben sogar eine Premiere. Wir können euch heute schon zeigen, wie eine besonders sportliche Ausführung innen aussehen wird. Ja, denn wir haben zwei Spezialisten an Bord. Aber vielleicht mal vorab, gerade mal die CO2-Werte, die wir hier haben. Wir haben hier ein dieselkraftstoffgetriebenes Fahrzeug mit 110 Kilowatt und 3,7 Liter kombinierten Verbrauch. Ich kann es ja kaum glauben. 97 Gramm auf 100 Kilometer und CO2-Effizienz A+. 3,7 Liter. Ja, ist es denn schon Weihnachten? Ist das hier ein Hybrid? Grüß dich, Sven. Nein, es ist kein Hybrid. Der hat 3,7 Liter. Genau, der hat 3,7 Liter Spritverbrauch, weil es ein Diesel ist. Genau, es ist so. Das heißt, also das, was Sie beim Benziner geschafft haben, ja, das haben Sie jetzt auch beim Diesel geschafft. Das heißt, die werden immer effizienter, die Motoren, die da drin sind. Hier ist Marc Zürrl, ich grüße dich ganz herzlich. Ja, grüß dich, Sven, servus. Ja, und hier ist der Michael Scheer, ich grüße dich, Michael. Hallo, Sven. Ja, du kennst das Auto noch nicht so gut, muss man fairerweise sagen. Du bist heute aus dem Urlaub zurück, richtig? Ich bin jetzt seit heute aus dem Urlaub zurück und dann hat mich erstmal der neue Leon Kombi begrüßt. Ja, er ist wunderschön, er ist wirklich nagelneu und man muss fairerweise dazu sagen, es ist für Seat ein Brot- und Butterauto, denn ein Kombi, SUV ist ja in aller Munde, aber der hat noch einige Vorteile, insbesondere die Straßenlage ist noch mehr an der Straße dran. Natürlich, wir sind hier noch immer in einem wesentlich sportlicheren Segment wie im SUV-Segment und konnten jetzt mit dem neuen Leon auch endlich das Raumwunder schlechthin schaffen. Es gibt ja noch Konzernvertreter, die bis dato größer waren und jetzt haben wir endlich auch dieses Volumen im Innenraum erreicht. Ja, das Ding hat 3,7 Liter Spritverbrauch. Also das ist phänomenal und das wird auch offiziell auch ausgewiesen. Man kann sogar noch weniger verbrauchen, indem man also es auf die Spitze treibt. Und ich sag mal so um die 3 bis 4 Liter, das ist realistisch. Das ist absolut realistisch. Und gerade auf weitere Strecken dann, zum Beispiel Urlaubsfahrt oder eine längere Fahrt über die Autobahn, ist das also auch zu schaffen. Ja, die neue Formensprache sieht man jetzt hier schon. Sie ist ganz klar umgesetzt. Das fängt schon beim Logo an, richtig? Genau, wir haben die Logo, die Designsprache und auch die Schrift vom Leon. Auch hierauf sind wir auch nochmal ganz stolz, denn so einen Schriftzug zu produzieren, so komisch das anhört, ist gar nicht so einfach. Und es ist eine Sache, die wirklich aus Barcelona dann als Highlight auch prämiert wird, dass wir sagen, wir haben hier die Schriftzüge wirklich in einem exklusiven Design. Ja, Seat ist dafür bekannt, im Volkswagen-Konzern unglaublich schicke und sportliche Autos zu machen. Die Basis dieses Fahrzeuges wurde von Volkswagen-Konzern entwickelt, richtig? Genau. Und das ist der Golf 8. Das ist die neue Plattform vom Golf 8, die modulare Querbaukasten. Und darauf bauen wir dann den Seat Leon auf. Okay, das ist quasi der Golf 8 Kombi, kann man das so sagen? Genau, richtig, Sven. Super. Es fängt schon an hinten mit dem durchgehenden Lichtband. Das ist aber nicht durchgehend beleuchtet, sondern das Bremslicht ist hinten drin integriert. Man sieht es sehr, sehr schön. Hier ist es nochmal mit drin. Dann habe ich natürlich selbstverständlich, wenn du nochmal auf und zu machst, sei mal so lieb, ja. Das Thema Blinken von Audi hat zuerst erfunden, jetzt natürlich auch serienmäßig. Das Lichtband jetzt ist doch durchgehend. Das ist durchgehendes Lichtband, genau. Kinder. Die Kamera kann es nicht so richtig abbilden. Es leuchtet einen tagsüber so entgegen, dass einem Hören und Sehen vergeht. Wenn man jetzt die Bremse tritt, Michael tritt mal noch die Bremse und jetzt sieht man die dritte Bremsleuchte. Das ist die dritte, die ist integriert. Okay, jetzt haben wir es. Das Lichtband ist durchgehend leuchtend. Das ist ja schon kein Kombi mehr. Das hier ist ja fast schon so ein, wie haben die das genannt bei Mercedes, so ein fast so ein Shooting Brake, oder? Ja, ist unser Shooting Brake, ja, genau so ist es. Ja, die Form ist nämlich nicht so kantig wie bei Volvo, hinten abfließend, sondern ganz, ganz, ich sag mal schön, wenn du mal hinten bitte aufmachst, ob das so ein Mogelkombi ist oder nicht. Das werden wir gleich mal entscheiden. Ja. Und das Ganze? Und der hat die elektrische Kofferraumöffnung. Elektrische Kofferraumöffnung mit drin. Wenn man kurz mal die Fernbedienung zeigst, das ist auch, warte mal kurz, noch nicht scharf jetzt. Warte. Einmal langsam drehen. Mein Nummerngirl Michael zeigt mal ganz kurz die Fernbedienung. Aber es sind alles so Kleinigkeiten, auch ganz neu, oder? Ja, also die Schlüssel sind auch neu entwickelt. Und wie Marc schon eben gesagt hat, also wir sind bei Seat sehr detailversessen, was so die Optik angeht und das Design, das fängt mit dem Schriftzug an, das geht über den Schlüssel weiter und auch im Innenraum setzt sich das überall fort.
Ja, Thema Geruch, der einem so entgegenkommt. Das ist sehr typischer Geruch, aber hier wird mit Leder gearbeitet. Das ist schon ausgeklügelt bis ins Letzte. Das bedeutet also nicht nur das Sounddesign wird gemacht, sondern auch die, ich sag mal so, alle Sinne werden angesprochen. Genau, die Sinne und die Kundschaft reflektiert das immer wieder und sagt, Mensch, darf ich mich nochmal in das Auto reinsetzen? Weil das riecht so geil. Und dann sagen wir immer, okay, für uns ist das ja jeden Tag der gleiche Geruch. Und dann sind wir immer wieder begeistert, dass so Leute sogar nicht nur nach dem emotionalen Design und allem gucken, sondern sogar nach dem Geruch unserer Fahrzeuge. Da sind aber eigene Techniker dran, die, ich sag mal, das Geruchsdesign auch noch. Also ich habe zum Beispiel zuletzt saß ich, was war es, ein Ford drin und der roch nach Ford. Also das ja, ist so. Also da hat so jede Marke so seinen eigenen Geruch. Es kommt natürlich auf die Entwicklung an, die Plastik, wo verarbeitet wird, die Kunststoffe ja. Und natürlich auch das Leder. Und hier legt man natürlich schon Wert darauf, dass das Auto wirklich in einem angenehmen Geruch ist, dass wenn man einsteigt, man sich direkt wohlfühlt. Ne? Okay, das könnt ihr leider nicht riechen. Vielleicht auch manchmal so zum Glück, weil man den Geruch nicht mag. Aber wenn du noch mal kurz mal zumachst, das ja, Ganze ist elektrisch. Ich würde ganz kurz gerne den Kofferraum zeigen, wenn wir ihn aufhaben. Wir haben jetzt hier dann die Hutablage, die geht durch ein Pressen weg. Dann kann man die noch hochklappen, man könnte sie auch komplett rausnehmen, weil erst dann sieht man wirklich, was für ein Raumwunder unser neuer Seat Leon ist. Hier haben wir jetzt einen alltagstauglichen Kofferraum mit einem doppelten Boden. Für Getränkekiste drauf zu stellen, alles gar kein Problem, also richtig massiv. Und wenn ich jetzt noch mehr laden möchte und mehr Volumen möchte, dann ziehe ich das einfach zurück, klappe es nach unten und jetzt sehen wir erst, was für ein Volumen wirklich der neue Leon, neue Leon Sports Tourer hat. So ist es, der neue Leon Sports Tourer. Ja, das ist der Begriff für Kombi, kann man so sagen, oder? Sports Tourers Kombi. Das ist der Begriff für ein Kombi. Wir haben natürlich noch die Durchlademöglichkeit als Armlehne. Einmal als Armlehne für die Passagiere in Front und natürlich dann eine Durchlade. Wir können über Schnellklappsystem, wie immer, unsere Sitze komplett vorklappen. Die und wenn auch ich, komplett eben wären? Die werden eben, sobald ich den doppelten Boden wieder hochmache und habe dann eine ebene Durchlade, wenn ich das jetzt vorne runter drücke und dann ist das wirklich eben. Genau, auf der linken Seite geht das auch schnell? Auf der linken Seite geht das genauso. Und dann haben wir auf der linken Seite noch einen 12-Volt-Anschluss und ganz neu, und das ist auch sehr gut, gerade wenn man Kinder oder so hat, haben wir hier, so nochmal weg, haben wir hier einen ganz normalen Anschluss mit 230 Volt. Nee. Ja. Die haben einen Wechselrichter eingebaut. Genau, Wechselrichter für eine Kühlbox, für einen Fernseher, ja, alles, was man hinten dann so betreiben kann. PlayStation, keine Ahnung, alles geht. Ja, begrenzt allerdings auf 50 Watt, muss man dazu sagen. Kann man also ein Ladegerät zum Beispiel anschließen, was an 230 Volt geht. Ist es nicht gedacht für den Föhn von deiner Frau, oder? Nee, also die hat einen kleinen Föhn, aber wie viel Watt der hat, weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Wahrscheinlich mehr wie 50. Das heißt, der Wechselrichter ist gleich mit drin, so ein kleiner? Der ist mit drin, ja. Okay. Genau. Ziemlich cool. Ja, was interessant ist, wir machen immer wieder den gleichen Test. Der Michael weiß schon Bescheid, was zu tun ist. Denn du bist, wie groß bist du? 1,87. Wenn man daran schlafen möchte, denn das Thema Camping ist ja in aller Munde, dann... Der ist jetzt Vater geworden, der Michael, gell? Ja, genau. Ja. Mehrfach, ne? Aber jetzt gerade wieder neu. Wieso fällt dir das jetzt ein? ich hab fast alle... Naja, anderes Thema. Geht das? Ja, hier noch ein schönes Kopfkissen, dann wäre es perfekt. Genau, es gibt sogar Zubehöranbieter, die bieten sogar den Raum an, das zu füllen. Und ja, vielen Dank, kommen wir mal kurz raus. Super, dass das Ganze mal, ja. Es ist aber gar kein Problem, also von der Größe her, er ist nicht ganz so hoch wie ein SUV, richtig? Ja, er ist wesentlich tiefer natürlich. So, und hier vorne sieht man es, also man hat aber hier schon die Möglichkeit, man kann mal in ein, ich sag mal, dänisches Möbelhaus gehen, in ein saarländisches, egal wo, und kann hier richtig einladen. Kann man vorne den Sitz auch noch umklappen, wenn ich jetzt was ganz Langes hätte? Geht das? Es geht, aber bei dem Modell jetzt nicht, ne? Wir haben die Sportsitze und aufgrund von den Sportsitzen und den Seitenhalt funktioniert das hier bei dem X-Lens nicht. Okay, super. Aber es gibt ein Modell, wo es das gibt. Ich könnte es aber nach vorne klappen und umlegen nach hinten, geht das theoretisch? Ja. Wenn du das mal gerade mal machst, einmal ganz kurz. Also nach hinten ganz normal. Genau, nach hinten ganz normal und den Sitz mal ganz nach vorne machen. Ist der Sitz elektrisch verstellbar? Nein. So, er macht das mal gerade, also mechanisch. Und dann hätte man eventuell noch die Möglichkeit, jetzt ein, ich sag mal, ein sperriges Gut nochmal durchzuladen. Oder jetzt mein Kopfkissen. Oder dein Kopfkissen, was da ist. Also ein echtes Raumwunder, oder? Absolut. Und da sind wir wirklich stolz drauf und sind froh drum, dass das endlich geklappt hat und auch von der Konzernmutter freigegeben wurde. Wir waren ja kofferraumtechnisch immer etwas kleiner wie unsere Konzernbrüder und Schwestern. Und das ist jetzt hier nicht mehr der Fall. Hier haben wir wirklich die Größe wie ein aus
Wo kommen die her? Tschechien. Aus Tschechien gebaute Fahrzeuge. So, das Gepäcknetz ist dabei, das liegt da rechts in der Mulde drin. Das kann man mal kurz zeigen. Also das wird gleich mitgeliefert, ganz wichtig, die Gepäckraumsicherung. Ja, schauen wir uns das Fahrzeug mal hinten an. Ach, ein richtiges Reserverad, wenn man will. Das Notrad kann man mitbestellen, also richtig Reserverad als Notrad. Und es gibt natürlich standardmäßig das Tire Mobile Set. Okay, was auch viele im Moment dabei haben. Also so sieht es im Moment aus. Auch bei dem Modell gibt es auch wieder unser bekanntes Beat Sound System. Das ist jetzt erst neu zum Bestellen, das kommt jetzt erst in die, zu uns Händlern. Und dann haben wir auch das Beats Sound System mit dem Subwoofer hier in dem Notrad integriert. Wenn man das will. Wenn man das möchte, ja. Okay, Beats, also klingt auch richtig toll. Ja, dann schauen wir uns am besten mal die Rücksitze an, machen wir zu. Eine Augenweide. Spoiler ist integriert hier hinten. Ja. Zeig's mal gerade. Wir klappen mal um, das ging jetzt relativ schnell. Michael, steig mal ein. Ja. Der Sitz ist jetzt relativ weit zurück vorne. Der war jetzt so, dass du gut drin Platz hattest, oder? Der war auf mich eingestellt, ja. Und trotzdem geht's noch? Trotzdem geht's. Ist oben noch Platz? Mach mal. Ja, also noch richtig Platz. Cool. Was ist das für ein Leder, was im Moment drin ist? Ist das so ein Teilleder? Oder? Das ist an der Seite mit Lederoptik. Ja. Und dann gibt's noch optional mit Alcantara-Sitzen. Okay, das Alcantara übrigens extrem pflegeleicht, also wer einen sehr pflegeleichten Ledersitz haben möchte, entscheidet sich am besten für Alcantara. Mit einfach drüber gehen mit Wasser, habe ich zuletzt mal ausprobiert, geht sogar Rotwein raus, wenn man schnell ist. Okay. Das ist so. Cool, also richtig viel Platz, der drin ist. Hinten hat man drei richtige Sitze, jawohl. Also das heißt drei vollwertige Sitze, also ein Fünfsitzer-Fahrzeug. Ja, fangen wir mal vorne an, bitte. Ja. Wir haben jetzt beim Leon Sportsucher eine 3-Zonen-Klimaautomatik. Da kann man zum ersten auf der Fahrerseite die gewünschte Temperatur einstellen, auf der Beifahrerseite und das Ganze noch einmal für hinten. Das ist digital, die Anzeige? Das ist digital und du siehst hier unten sind auch zwei USB-C-Anschlüsse. USB-C schon? Das ist schon USB-C. Okay, das heißt, wenn jemand den alten USB hat, da gibt es Adapter für, kein Problem. Genau, ja. Okay, USB-C, wer das kennt, also mittlerweile sogar bei einem iPad ist es mit drin. Und fast alle Android-Geräte heute haben USB-C, sogar die Switch, die Nintendo Switch hat USB-C. Also fast alles läuft mittlerweile auf USB-C. Ja. Oh. Richtig Power mit drin, das war ja früher auch immer ein Problem. Die, ich sag mal, USB-Anschlussteile hatten immer nur so 0,5 Ampere, hat ewig gedauert, das hat man auch nachgebessert. Das hat man nachgebessert und auch das Aufladen vom Smartphone oder sonstiges geht eben wesentlich schneller. Ich zeig mal kurz die Tür, wie die verarbeitet ist. Was ist das für eine Ausführung jetzt nochmal? Das ist X-Lens, oder? Das ist die X-Lens-Ausstattung und das ist die gehobene Ausstattung, also nicht mehr Basisausstattung, gehobene Ausstattung und quasi das Pendant zum dem sportlichen Bruder FR. Prima. Und wie der FR von innen aussieht, das können wir euch nämlich jetzt schon gleich mal zeigen. Zunächst gehen wir mal hier an der Seite rein. Und hier sieht man die Optik hier mit diesen Holzapplikationen. Wenn du mal gerade so lieb bist, mir den Sitz mal gerade ganz zurück machst, sag mal so lieb, Michael, dann kann ich etwas mehr einsteigen. Diese Holzapplikationen, die sind wunschweise zu ordern? Die sind, vielleicht muss ich mich korrigieren, aber ich glaube immer in dieser Farbe, weil wie gesagt, ich bin ja heute erst aus dem Urlaub gekommen. Und wie Marc schon sagt, also wir haben die zweithöchsten Ausstattungslinien, das ist der X-Lens und der FR. Also der FR legt wieder mehr Wert auf Sportlichkeit und hier der X-Lens, hier auch wieder schön mit den beleuchteten Einstiegsleisten, diese Details. Schick. Sehr schick, die verkaufen wir dann oft an die Firmenkunden. So, hier vorne sieht man es auch. Das heißt, also wir haben hier eine Automatik. Jawohl, das hier ist jetzt ein 7-Gang DSG-Getriebe und das hier ist nur noch die Schaltpaddel oder die Gangpaddel, wie man nennt, für quasi die Gänge einzulegen. Und dann automatische Handbremse. So, ich steige mal kurz ein. Das Ganze ist ja eckig geworden, das Design, vor einigen Jahren beim Volkswagen-Konzern. Und auch Seat hat das Ganze umgesetzt. Ich komme mal kurz rein. Das ist schon ziemlich schick. Und was direkt ins Auge fällt, ist das mega große Display in der Mitte, was übrigens überhaupt nicht spiegelt, wenn man von dem richtigen Blickwinkel aus guckt, ja. Und ja, ist hier schon diese Sprachsteuerung mit drin? Ich frage mal gerade, die wir das letzte Mal gezeigt haben, die, ich sag mal, nach und nach freigeschaltet wird. Ja, also wir haben hier die Möglichkeit, die Sprachsteuerung freizuschalten. Ob der es jetzt wirklich schon hat, weiß ich nicht. Kann man dazu kaufen. Und dann reden wir hier über Spanisch, hola hola, also hallo hallo. Und dann redet... Sie ist mit drin. Also er hat Abbruch. Sag mal was. Abbruch. Abbruch.
Ich werde jetzt mal sagen, dass ich einen kalten Po habe und dann wird das Auto erkennen, dass ich zum Beispiel auf der Seite sitze, der Fahrerseite, und wird mir dann die Sitzheizung anmachen dementsprechend. Mama. Olla, olla. Ich habe dazwischen geredet, sorry. Olla, olla. Wie kann ich helfen? Mein Po ist kalt. Alles klar. Der Sitz vorne links wird gleich wärmer. Und der weiß auch, von wo du redest, ja, richtig? Genau. Der weiß, von wo du redest. Auch wenn ich jetzt hinten sage, dass mir kalt ist, dann macht er dementsprechend die Temperatur hinten wärmer. Gut, wahrscheinlich nicht, weil du es gesagt hast. Jetzt macht er aus wegen Batterie. Der schont die Batterie. Wir sehen also hier nochmal die Wirtschaftlichkeit vom Auto. Wir können nicht einfach mehr heute im Auto drin sitzen und rumspielen. Quasi der versucht, die Batterie zu schonen, weil alles auf Leichtbauweise auch gebaut ist. Ne? So ist es. Ja, das Thema Euro 6. Also bei dem Spritverbrauch von knapp über 3 Litern, bei dem ist es undenkbar, oder? Klar, bei 150 PS, bei der Größe des Fahrzeugs, wir dürfen nicht mehr über eine Gewichtsklasse reden, weil wir sind ja hier leichter wie der Vorgänger, wie das Vorgängermodell, durch ganz spezielle Module in der Karosserie, die nochmal verarbeitet werden, hochfeste Stähle, die noch einmal verändert wurden, von der Dicke her allem. Und dadurch konnten wir natürlich noch einmal Gewicht sparen. Aber wir reden hier immer noch über einen großen, richtig großen Kombi, und der dann mit 3,5 bis 4 Liter zu fahren ist. Ja, wir haben also von den Antrieben her inzwischen alles zu bieten. Wir sind bei Seat sind wir Vorreiter, was Erdgas betrifft. Den Leon gibt es immer noch als Erdgasversion. Wir haben jetzt den Benziner, haben wir natürlich weiterhin, wie hier jetzt den Diesel, der angegeben ist mit 3,7 Liter. Mhm. Wir haben aber auch einen Mildhybrid, das ist der sogenannte ETSI, und einen Plug-in-Hybrid, den können wir inzwischen auch anbieten. Also der Kunde kann aus der kompletten Bandbreite wählen. Cool. Ja, Thema ist auch Preis-Leistungs-Verhältnis, das heißt, wenn man möchte, kann man das Auto auch mit 0,5% versteuern. Also das ist optional möglich, indem man sich für eine Plug-in-Hybrid-Variante entscheidet. Genau, das ist Plug-in-Hybrid, ist das möglich, und gibt dann eine 0,5% Versteuerung. Und das ist natürlich gerade interessant. Wir reden hier über Listepreis von 40.000 Euro. Dann hat der Kunde anstatt 400 Euro 1% Regelung, hat er dann nur 200 Euro. Kann man mit einem Seat-Händler, wie zum Beispiel bei dir, über den Preis reden? Ist das möglich? Also das geht da noch was runter beim Listenpreis eventuell? Natürlich, da funktioniert schon noch was. Wobei das natürlich bei der Versteuerung nicht anerkannt wird. Also okay, auch wenn wir das Auto für 30.000 verkaufen würde, wird die Versteuerung kein 150. Weil wir jetzt gerade eben gesagt haben, 40.000 Euro, da geht noch was. Okay. Ganz klar. Seid ihr das einer, ist ja auch einer der voll ausgestatteten jetzt nochmal im Excellence-Bereich, damit wir überhaupt die Ausstattung alles zeigen können. Ne? Genau, das ist praktisch für euch auch in der Vorführung. Habt ihr ein Fahrzeug da, was vieles bietet, damit die Leute es auch sehen können. Verstanden. Ja, oben sieht man es. SOS-Taste ist ja Pflicht mittlerweile. Die ist mit drin. Alles LED mittlerweile drin. Also ich glaube, jede Lampe hier ist LED. Ja, es gibt keine normale Leuchte mehr. Selbst die Handschuhfachbeleuchtung ist ein LED. So, hier vorne hat man das Ganze auch beleuchtet für die Frauen. Übrigens bei meinem T6. Beide Seiten. Bei meinem T6 ist noch nicht mal so ein Spiegel drin rechts, weil ich habe nicht mitbestellt. Ja. So ist es denn. Gut, ist ja auch ein Transporter. Ist bei uns dabei. Spiegel. Ja, gehen wir mal raus. Ja. Dann zeigen wir einfach mal den anderen. Ich würde gerne noch auf das Design-Highlight der Front hinweisen. Gucken wir uns mal kurz an. Leute sagen immer, hey, fall doch den Leuten nicht so ins Wort. Aber bevor wir da abschweifen, es gibt nämlich ein ganz besonderes Highlight dieses Fahrzeugs, auf die wir sehr, sehr stolz sind. Und das ist unsere Haube. Jetzt fragst du dich bestimmt, warum die Haube? Die Haube ist so integriert in die Kotflügel und in die Stoßstange, dass man das in der Regel nur bei Premium-Sportwagen sieht. Und das fällt einem als Fachmann dann sofort auf. Und das ist das Highlight dieser Designsprache. Wir haben die Haube quasi eingelassen in die Kotflügel und in die Stoßstange rein. Ah, hier vorne. Guck mal, wo hier die Kante von der Haube ist. Und bei Standardfahrzeugen läuft die hier. Und hierauf sind wir besonders stolz, weil das ist das absolute Highlight der Front. Heißt aber auch, dass das Designelement mit dieser Kante kann jetzt auch durchgezogen werden quasi. Die Kante kann durchgezogen werden und muss nicht mehr durch die Haube unterbrochen werden, genau. Hat wahrscheinlich auch Fertigungstechnik, aerodynamisch Vorteile, was weiß ich alles. Also hier geht es ja um jedes Zehntel wahrscheinlich. Spritverbrauch ist das Thema. Ansonsten werden harte, glaube ich, Strafen fällig sogar. Ja klar, die Strafen. Aber das ist ein Thema der Stabilität, ein Thema der Winddesign, also der Geräuschentwicklung, ein Thema der Leichtbauweise. Und das ist alles integriert in diese Haube. Und das ist wirklich nicht einfach, das so zu konstruieren. Und vor allen Dingen, dass man diese Spaltmaße so hinbekommt. Sag mal gerade den Kühlergrill. Also das ist auch das Neue. Design
Design. Hier sieht man mal so, ich sag mal, dem Alhambra, da war das noch schwarz, aber mittlerweile hat man so ganz kleine Dreiecke eingebaut. Also beim X-Lens ist das hier mit diesem bisschen Chrom verspielt. Ja. Beim FR, beim Style, bei den anderen Ausstattungslinien sieht der Grill wieder auch ein bisschen anders aus. Schick. Also ich habe es bei Mercedes mal gesehen vor Jahren. Ich glaube, die haben damit angefangen vor 10 Jahren. Aber irgendwie guckt doch jeder so ein bisschen das Beste vom anderen ab. Kann man das sagen? Natürlich, klar. Und vor allen Dingen die Produktionsleute, die wechseln ja auch sowohl Ingenieure als auch Designer. Hier haben wir noch ein Highlight. Das ist unsere neue Beleuchtung. Die Beleuchtung, ich weiß nicht, ob das jetzt so in der, im Video rüberkommt, aber hier haben wir so ein Design drin mit diesen Ecken. Und das haben wir auch weiterhin integriert ins Fahrzeuginnenraum, zum Beispiel in die Türverkleidung. Sag mal. Auch das ist, weiß Gott, nicht einfach zu produzieren und eigentlich für diese Preisklasse nicht typisch, dass das so produziert wird. Also hier ist das. Da vorne ist es drin, ja. In die gesamte Türen. Ne? Okay, das ist also kein normales Raster, was drin ist, sondern da ganz, ganz viele kleine Dreiecke. Die Dreiecke finden sich aber im Türgriff dann wieder. Genau. Im Türgriff, wir haben das in der Lüftungsschlitze, in der modularen Bedienung von Licht. Ne? Auch hier finden wir es wieder im Lenkrad integriert. Also immer wieder diese Designsprache von der Front mit den Lampen und der LED-Technik. Cool. Ja, es gab ja am Anfang so ein bisschen Softwareprobleme, habe ich gehört, also bei den Kollegen, also dass die gesagt haben, da war so viel Technik drin. Bei VW gab es das tatsächlich. Nee, aber es war so, da war Technik drin, die konnte man modular freischalten lassen. Genau. Im Prinzip ist da jetzt ein riesen Computer drin, muss man sagen, der von euch mit Funktionen versehen werden kann. Das heißt, das ist jetzt auch, wenn man das gehört hat, dass es da mal Verzögerungen gab, das war jetzt kein Beinbruch, sondern die Funktion war halt dann erstmal nicht verfügbar, richtig? Genau, das ist kein Beinbruch. Also es wird nachher ja auch irgendwann, ob es jetzt bei dem Modell schon 100%ig funktioniert, habe ich noch keine Infos drüber. Aber dann gibt es einfach Technik, die nur noch freigeschaltet werden muss. Das heißt, man kauft das Auto und man kann es zusätzlich nachträglich freischalten. Spurhalteassistent ist drin? Natürlich. Der hat auch den Totwinkelassistent, Sven. Der hat dieses Smart Ambient Light. Das ist hier. Und zwar kennst du wahrscheinlich auf der Autobahn, wenn du jemanden überholst, siehst du wahrscheinlich immer oft im Außenspiegel ein Licht, wenn du überholst. Das ist dann der Totwinkelassistent, der im Spiegel angezeigt wird. Hier bei uns leuchtet nur dementsprechend hier ein Licht auf. Mhm. Und das warnt den Fahrer hier, dass jemand im toten Winkel ist auf der Fahrer- und Beifahrerseite. Genauso ist das mit dem Side Assist. Also wenn man aussteigen möchte und ein Fahrradfahrer kommt von hinten, bevor man die Tür aufmacht, dann leuchtet das dann auch wieder dementsprechend und warnt, dass da auch wieder Gefahr in Verzug ist. So, ich gucke mal auf die Uhr, bitte. Und diese Designleuchte geht durchs ganze Armaturenbrett durch. Durchgehen, die kann man sogar programmieren. Farbe. Kann man farblich programmieren in 8 verschiedenen Farben. Cool. Da verweise ich uns noch auf ein Video. Wir haben über den kleinen Bruder, sage ich jetzt mal, den Nicht-Kombi, haben wir ein Video gedreht. Da haben wir das mal gezeigt mit allem drum und dran. Aber wir wollten uns mal die Innenausstattung mal anschauen. Das ist übrigens der Grill. Du hast darauf hingewiesen, wenn er kommt dann als FR. Der sieht dann wieder anders aus. Genau, das ist dann die Formula Racing. Also hier sind wir jetzt in der sportlichen Designsprache und hier sehen wir direkt den Unterschied vom Grill dann von Elegance zu Sport. Hier ist dann auch kein Chrom mehr dementsprechend in der Grill verbaut, sondern alles in Mattoptik. Ob es jetzt Graumatt, Schwarzmatt, das kann man dementsprechend wählen. Und dann sehen wir auch hier quasi der Spoilersatz vom FR. Das sieht noch einmal wesentlich sportlicher und dynamischer aus wie beim Excellence. So, das ist jetzt, ich sag mal, der normale Seat Leon, aber von vorne würde er genauso aussehen quasi. Von vorne würde der genauso aussehen, genauso wie von innen. So, hier sind noch die CO2-Werte von dem Fahrzeug, dass wir da noch drauf hingewiesen haben. So, das ist jetzt das ist super, also ein benzinbetriebenes Fahrzeug, 4,9 Liter. Wenn ich jetzt sehe, CO2 112 Gramm, dann würde ich ja, wenn ich jetzt aus reinen CO2-Gründen ja schon mal direkt mal zum Diesel greifen. Der Diesel ist immer von der CO2-Emission immer niedriger. Ich glaube, der 2 Liter Diesel, 150 PS, den wir uns jetzt angesehen haben, der hat 97 Gramm. Ja, 97 Gramm hatte ich eben auch gelesen. Ja, das Geile ist aber der Spritverbrauch. Also bei 4,9, das ist schon phänomenal, muss man sagen, für einen Benziner. Turbo, richtig? Ja, Turbo-Benziner. Und das Turbo-Benziner. Ist aber der Mild-Hybrid. Genau. Das heißt, hier haben wir wirklich eine elektronische Unterstützung und deswegen hat er diesen Verbrauch auch. So, also Diesel ist noch nicht tot bei euch im Abverkauf, oder? Nee, also was auch gerade die größeren Autos angeht, natürlich jetzt im Ateca, im Tarraco, aber auch im Leon Kombi haben wir jetzt schon viele Vorbestellungen, was Diesel angeht.
So, und das ist jetzt FR-Ausstattung innen. Genau. Das heißt, das Ganze viel sportlicher, nicht so verspielt, oder? Nein, nicht so exklusiv bearbeitet. Wir sehen auch hier keine Holzoptik mehr, sondern hier gehen wir in die sportliche Variante. Hier sieht man jetzt gebürstetes Edelstahl oder so dann und dementsprechend auch die andere Polsterung vom Fahrzeug, die Lenkrad und so, die sind rot abgenäht und nicht mehr in diesem normalen Design. Und wir sehen dann hier wirklich reine sportliche Ausstattung. Auch hier ist Automatikgetriebe. Das heißt, je nachdem, wie ich das möchte, man kann aber jetzt nicht sagen, der Wiederverkaufswert, die sind beide gut, man findet immer Käufer dafür? Ja, natürlich, die sind beide gut und beide kann man ja auch bei uns zurückgeben. Also da gibt es keine Probleme oder keine Unterschiede. Genau die Wertigkeit von den Fahrzeugen sind gleich. Hier vorne sieht man es auch nochmal von der Haube. Das hast du jetzt nicht nur mal eben so erwähnt. Das ist eins der ganz wichtigen großen Neuerungen, dass die Haube quasi ein eigenes Bauteil ist und nicht mehr rübergeht in den Kotflügel. Genau, dass die so von oben so eingelassen ist. Und da sieht man in der Regel wirklich nur bei Jaguar mal gesehen. Jaguar, ja. Porsche, die Sportwagenmarken haben das, wo das dann Premiummarken, wo das so eingelassen ist. Ne? Und da sind wir wirklich richtig, richtig stolz drauf. Das ist in Barcelona so das Highlight von dem Auto. Also ich zeige nochmal gerade ein Detail. Das Auto hat tatsächlich A+ und ist kein Elektroauto. Das ist... Guck mal hier, 3,7 Liter, außerorts 3,4. Das kriegt man hin, wenn man das will, oder? Ja, also es erfordert natürlich schon Disziplin. Disziplin, aber das kann man auf jeden Fall hinbekommen. So, ich zeige euch nochmal ganz kurz die Limousine. Das ist ja schon ähnlich dem Kombi. Der Kombi ist nur ein Stückchen länger, oder? Ja, also es ist auch dasselbe Auto, was jetzt die Innenmaße angeht, abgesehen vom Kofferraum. Und du siehst jetzt hier schön Genau, bis hier der Vergleich, also sie sehen von vorne gleich aus. Du erkennst es dann nur eben, dass noch hinten ein Stück drankommt und an der Dachreling. Ja, ist ja gar nicht so schlimm, oder? Das heißt, also Kombi, da denkt man ja so an fürchterliche Autos, der ist ja schick. Wir hatten immer schon, als wir auch den Vorgänger Leon Kombi bekommen haben, das war schon der sportlichste Kombi in der Klasse. Der sieht ja nicht aus wie jetzt so ein 0815 Kombi, sondern wesentlich sportlicher. Wir sind eben bei Seat, diese dynamische Marke. Nochmal, die 150 PS, man sagt ja immer nach, dass 150 PS heute fühlen sich anders an, gerade in Verbindung mit DSG, wie noch vor 3-4 Jahren. Ne? Definitiv, also da hat sich die letzten Jahre immer was getan. Die Autos werden wesentlich schneller, obwohl sie die gleiche Leistung haben. Das liegt auch daran, sie werden leichter, oder? Ja, Leichtbauweise und natürlich andere Getriebeübersetzungen. Wir haben hier 7 Gänge. Also als ich in der Automobilbranche anfing, da haben wir mit 4 Gang. Nein, man hatte schon 4 Gänge. Die haben sich aber geschaltet, wie wenn jemand nicht kuppeln kann. Und heute fahren wir fließend fast wie ein Wandlergetriebe. Also das merkt man gar nicht, dass sie überhaupt schaltet. Ne? Ja, richtig toll. Qualität, kann man mal kurz drüber zu sprechen. Ihr habt ja jetzt das Fahrzeug schon in etwas längere Zeit. Habt ihr da irgendwelche großen Schwierigkeiten gehabt in der Werkstatt, seitdem es da ist? Auf die Qualität würde ich gerne auf diverse Zeitschriften verweisen. Dort wurden jetzt Tests gemacht von allen bekannten Marken, über Kia, sogar unsere Konzernschwester Audi, BMW, Mercedes. Und dort kann man wirklich sich die Tests angucken und ich glaube, die sagen mehr aus, als wir hier wirklich sagen könnten. Ja, zum Beispiel Autozeitung, Autobild. Bild war es auch, fast überall Testsieger. Also so ist es. Waren wir Testsieger. Also sieht toll aus. Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut, muss man dazu sagen. Eine Fangemeinde, es gab ja immer so, wer Volkswagen-Fan ist, kauft niemals einen Seat und so weiter, aber Leute werden schon schwach, oder? Ja, wir haben natürlich noch schon den einen oder anderen Kunden, der vom Golf zu uns wechselt. Das ist dann immer wieder eine Geschmackssache. Also es ist natürlich vom Innenraum, vom Design ganz anders. Und von der Optik sowie natürlich auch vom Preis. Ja, guck mal hier, wie schön das gemacht ist. Allein das Ausgestellte hier, das könnte auch aus dem Schwäbischen kommen. Du weißt, was ich meine. Ja, natürlich weiß ich, was du meinst. Also wie gesagt, die Designsprache von diesem gesamten Fahrzeug, egal ob von der Front über die Seite gesehen bis aufs Heck, ist wirklich außergewöhnlich und richtig, richtig geil. Ist Rot eine gute Farbe für Seat? Das ist die Farbe? Rot ist eine nicht so nachgefragte Farbe, bis auf diese, die jetzt hier steht. Da muss ich sagen, die Kunden kommen und sehen den Leon und sagen, Mensch, ich kaufe das Auto in Rot. Ne? Das ist verrückt. Wir haben, also es hat mal ein Kunde sogar zu mir gesagt, ab 100.000 ist jedes Auto rot oder fast jedes. Also du siehst ja hier, das ist dieses Desire Rot, das ist eine Individuallackierung. Und du siehst, wir haben die Hauptfarbe hier im Verkaufsraum ist weiß, wir haben 3 weiße Autos und...
Drei rote Autos. Aber du siehst bei diesen roten Autos? Das ist ein anderes Rot. Ja. Das ist alles ein FR. Also wir haben hinten das Desire-Rot, hier das Desire-Rot und hier das nennt sich Velvet-Rot. Das heißt, im Saarland heißt die Desire heißt das Verlangen. Ist die Desire-Rot. Cool. Nee, wir sind im Saarland. Komm, ich hab noch 30 Sekunden. Wir müssen schnell die Abmord machen. Dann sind wir nämlich voll. Da stehen sie zwei. Wir machen nochmal einen extra Fahrbericht mit dem neuen Kombi. Heute war ja einfach mal zeigen. Der ist ganz neu reingekommen, der Kombi. Richtig? Jawohl. Der okay. Ist. Und in welchem Autohaus sind wir? Wir sind im Autohaus Zürrl in Saarlouis. Das ist 66740 Saarlouis im Saarland, im schönen Saarland, Fasanenallee 48. Ja, und ihr verkauft die Autos tatsächlich weltweit, so ist es mittlerweile. Und ihr seid ganz in der Nähe vom SEAT-Auslieferungslager Deutschland. Das ist nämlich direkt um die Ecke. Und ja, tschüss und viel Spaß. Und wenn ihr mal einen neuen SEAT kaufen wollt, macht das bei SEAT Zürrl in Saarlouis. Ja, tschüss, danke.